Moin moin meine lieben Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Plux Tale. Und ich glaube fast, das ist die letzte Folge, denn wir nähern uns dem Finale. Behaupte ich mal, ich weiß nicht genau, aber ich denke mal, das müsste eigentlich jetzt so Richtung Finale gehen, denn wir gehen alle auf einmal los. Das heißt, unsere Kollegen hier mit, einmal auch die andere, weil ihr Bruder ja abgemetzelt wurde. Und das zweite Mal, auch mein Bruder ist dabei, der jetzt die Ratten sozusagen befehligen kann. Ja. Lass uns mal losgehen. Aber hier sind wir ein paar Leute. Müssen wir gucken, dass wir die noch erwischt kriegen, ohne... Oh. Wir aufpassen, dass der uns nicht sieht da hinten. Okay, das war blöd. Das wird ein schneller Tod, versprochen. Du willst ihn retten? Ja, gerade. Oh nein. Okay, das war dumm. Drei, ne? Die Kathedrale. Verdammt. Das ist die Hölle. Macht euch bereit. Okay. Ich suche da drüben. Die sind beide da oben. Okay, warte mal, wir müssen vielleicht mal ein bisschen... Gut gemacht. So. Wenn die Ratten einen okay. Das war jetzt anscheinend nicht so schwierig. Gut für uns. Los, komm, laufen wir ein bisschen. Okay, es war... Es, klar, es sah nicht schwierig aus, es war aber doch verdammt schwierig, muss ich zugeben. Naja. So, wir sammeln noch ein paar Zutaten. Wir auf jeden Fall was haben für nachher. Vitalis, Amicia, er hat etwas Böses vor. Ich kann es spüren. Hat er auch. Böses? Was denn genau? Ist ganz egal, was er vorhat. Wir wollten ihm so oder so den Schädel einschlagen. Er fängt gleich an. Gehen wir, Hugo. Mama ist da drin. Sie haben auf uns gewartet. Lukas, Melly, bleibt, wo ihr seid. Ich hab gehört. Kinder wollen bestraft werden. Ihr werdet sterben, wenn ihr runterkommt. Spielt keine Rolle. Amicia, da unten sind Ratten. Sag ihnen, sie sollen rauskommen. Schnell. Alles klar. Oh, nee. Ja, okay. Ich hätte mich natürlich auch einfach nicht so im Freien... Ich hätte mich auch irgendwo verstecken können, ne? Habe ich natürlich nicht gemacht. Wir sind die ganze Zeit nicht gestorben, jetzt sterben wir. Zum Ende sterben wir einfach Hammer auf. Sie haben auf uns gewartet. Lukas, Melly, bleibt, wo ihr seid. Ich hab gehört, ein paar Kinder wollen bestraft werden. Ihr werdet sterben, wenn ihr runterkommt. Spielt keine Rolle. Amicia, da unten sind Ratten. Sag ihnen, sie sollen rauskommen. Schnell. Alles klar. Okay, da hinten runterkommen können die anscheinend nicht, oder? Ja, wie kriegen wir ihn da hinten? Yeah.
Kommt noch mehr? Ja, okay, da kommt noch mehr. Oh, warte. Die Ratten befehle ich ab hier? Nee. Ach, die haben diese, ach, die haben diese Dinger da, ne? Mal ausmachen. Ein bisschen mehr von machen mal kurz. Gut, gehen wir hinein. So, hier oben auch noch ein bisschen was machen? Obwohl, jetzt können wir reingehen. Schon ein bisschen eklig ist es schon, oder? Familie. Melli. Hilf mir. So. Es darf niemand herein. Ah, guck mal, die sperren sich gegenseitig innen drin ein, um richtig abzurocken da drin, oder? Mama! Mein Kind! Hugo! Amicia! Mutter! Hat Vitalis das getan? Er hat sie geopfert. Er hat die Schwelle überschritten! Geht, ihr müsst hier raus! Ich will mal nicht so sein. Oh Gott, was passiert mit ihm jetzt? Da bin ich mal gespannt. Bist du bereit? Ja, sie sind hier. Na dann los. Aber kann er die Ratten auch befehligen? Wir sind bei euch. Kann ja auch sein. Töte Vitalis. Lasst sie gehen, Vitalis. Das ist eure letzte Chance. Hugo, keine Kräfte. Es geht mir gut, keine Sorge. Ja, er ist ein begabter Schüler. Sieht geil aus hier drin. Noch einiges lehren und seine Freunde ebenso. Oh. Wie rührend. Boah, sieht ja eklig aus. Danke. Oder? Danke für eure Treuherzigkeit. Könnt ihr sie hören? Die Engel. Die Engel. Ach, er hat die weißen Ratten. Okay, die leben, die mögen das Licht anscheinend. Lukas, Melli, bleib hier. Nein, ich helfe dir. Ich kann. Es ist unser Blut, Melli. So gut. Vernichtet ihn. Kommt euch neu. Vorrücken. Ihr seid gekommen. Er lässt sie sich neu formieren. Sie hält nicht an. Das Licht hält sie nicht auf. Das kann ich auch. Bist du sicher? Dann los, Hugo. Das ist unsere einzige Chance. Das Blut meines Bruders. Ihr seid nichts als ein Thronräuber. Könnt die Makula nicht kontrollieren. Ah, nee, das ist das andere Ding, was ich benutzen muss. Ah, ich hab's vergessen. Ich hätte ja einfach nur das Licht ausbenutzen müssen bei denen, ne? Ah, okay. Machen wir nochmal. Da jetzt. Hä, hey, was? Ach, ich muss die Ratten formen?
Muss ich meine Ratten auch irgendwie formieren? Kann natürlich sein. Seid euch und fremd! Ihr seid gekommen, um mich was zum... Er lässt sie sich neu formieren! Sie halten sich an! Das kann ich auch! Bist du sicher? Dann los, Ivo! Das ist unsere einzige Chance! Das Blut meines Bruders! Ihr seid nichts als ein Thronräuber! Ja! Sehr gut, Ivo! Ihr zeigt es ihm! Seht zu, Beatrice! Nein! Ich war zu langsam. Ich war zu langsam. Krank. Das ist eine kranke Scheiße eigentlich, ne? Sind wir dabei. Nein, ich bin hier drin. Ah, ich bin zu dicht dran. Ich muss ein bisschen weiter hinten. Ich muss ein bisschen Abstand halten. Ich lerne auch nicht aus meinen Fehlern, wie man merkt. Wow, das war eigentlich eine Kiste. Nein, 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 ich renne da immer rein. Warum renne ich da jedes Mal rein? Okay, vielleicht nicht ganz so weit nach vorne rennen. Ihr seid gekommen, um das zu machen. Er lässt sie sich neu formieren. Bist du sicher? Dann los, Ivo! Das ist unsere einzige Chance! Das Blut meines Bruders! Ihr seid... Ja! Sehr gut, Ivo! Wir zeigen es ihm! Seht zu, Beatrice! Werdet Zeugen, wie euer Geschlecht untergeht! Lasst mir in Ruhe! Sie sind doch Kinder! Halt! Sie sind Überbleibsel einer alten Welt! Und jetzt? Okay. Mama! Ivo! Amicia! Er darf seine Macht nicht missbrauchen! Wir werden dich da rausholen! Wir kümmern uns drum! Ah, okay. Ivo! Du fühlst es doch auch! Aber du hast Angst! Wahre Macht! Die Gabe des Selbst! Okay, übergeschnappt ist er. Übergeschnappt, man sieht. Halte RT gedrückt zum Rennen, ja. Aber ich weiß ja nicht, wo ich hin soll. Wo soll ich denn hin? Ich kann ja nur aus dem Weg rennen, mehr nicht. Die Waffe der Mörder! Weg da, Amicia! Das Pferd ist
Jetzt. Kommt er dran vorbei? Das sieht gut aus. Okay, was hätte ich auf ihn raufschießen sollen? Feuer? Weiß ich nicht. Was muss ich denn gleich machen? Aber muss ich auf ihn raufballern, die Frage. Hä? Gerade eben konnte ich zielen, aber... Gut, wir probieren es nochmal. Die Waffe der Mörder, das Feinde Engel. Jetzt weiß, dass ihr also ich weiß nicht, wie ich da jetzt, machen muss. Okay. Das erste Blut. Gibt's verschiedene Phasen? Man weiß nicht. Oh. Okay. Dann erstmal hier rüber. Und was ausprobieren. So. Ja, du Affe. Und jetzt? Laufen wir jetzt ganz hier hinten nochmal hin. Nochmal testen, ob es klappt. So. Das ist eure letzte Schandtat. Ich habe mein Fleisch geopfert. Wollen wir das hier? Gucken, was passiert. Kannst du meine nicht schneller sein? Doch, ne? So. Wo war es das letzte Mal? Ah, ein paar Steine tun schon weh, ne?
Beruhige dich. Es ist vorbei. Naja, der Junge an sich selbst ist ja auch ein bisschen schräg, ne? Ja, man weiß nicht, was da abgeht, oder? Kommt ja bald ein zweiter Teil. Der wird auf jeden Fall gezockt. Das Spiel hat mir sehr gut gefallen. Muss man schon sagen. Krass. Ja, ist jetzt nicht so das Action-Spiel, aber es war echt unterhaltsam. Also, kann ich euch nur empfehlen. Also, wenn ihr Lust habt, spielt es. Überspringen wir hier. Kommt da noch ein Abspann. Ach, guck mal da. Füreinander. Gucken wir uns noch an, den Epilog. 3 Tage später. Gut, gehen wir. Februar, 13:49. Ja, das ist alles, was Lukas haben wollte. Wird es Mama damit besser gehen? Sie wird schon wieder, Hugo. Mama ist zäh, oder nicht? Genau wie du. Das stimmt, ich kann es kaum erwarten, ein neues Chateau zu finden. So, so. Du gewöhnst dich ans königliche Leben, was? Mal sehen, was wir machen können. Aber zuerst müssen wir die Gegend verlassen. Na, guck mal. Sag mal, konntest du nach Hause gehen? Ja, das Nest ist immer noch da, aber es ist leer. Oh, Amicia, sieh nur. Hättest du dein Glück mal versuchen? Ich nicht, aber meine Schwester ist die Beste, stimmt's, Amicia? Na gut. Na gut, dann los. Lass uns probieren. Die Regeln sind ganz einfach. 6 Steine, 6 mögliche Treffer. Triff so viele Ziele wie möglich. Bist du bereit? Bereit. Los, Amicia. Ja. Wo ist Nummer 6? Sechs mögliche Treffer, aber wo ist denn Nummer 6? Ist er der Treffer? Soll ich ihn am Kopf treffen? Nee. Kann ich nicht. Hä? Da! Hey, du hast den Bogen raus! Du hast einen Apfel gewonnen! Und unser aller Respekt! Glückwunsch, Amicia! Super, den Apfel mit. Der Apfel ist für dich, Hugo. Fürs Anfeuern. Oh, danke. Ich hab echt Hunger. Natürlich. Hey, heute feiern wir den 3. Tag ohne Ratten. Die Straße runter ist ein kleiner Jahrmarkt. Seht euch doch mal um. Ein Jahrmarkt? Wirklich? Sowas habe ich noch nie gesehen. Hugo, Lukas wartet auf uns. Wir sollten nicht zu lange hier bleiben. Aber der Jahrmarkt. Hugo. Na gut, aber wir bleiben nicht lange. Oh Gott, das ist ein ganz schönes, ganz schöner Epilog noch hier. Ich dachte, da passiert noch irgendwas. Hey, seht mal, der Kleine. Oh nein. Nein, Junge, du darfst nicht rein. Warum nicht? Weil es nicht geht. Darum. Hey, gibt's ein Problem? Ja, gibt es. Ein Junge und seine Schwester werden hier gesucht. Von wichtigen Leuten. Und das gefällt uns hier nicht. Verstanden? Ich verstehe sehr gut. Hugo, komm mit. Aber der Jahrmarkt. Na los. Na gut, werden wir gesucht immer noch? Hey, Hugo. Was? Wer zuerst am Karren ist, gewinnt 20 Äpfel. 20 Äpfel? Du schlägst mich nicht, du kleine Schnecke. Was? Dir zeige ich's. Ach ja? Dann auf 3. 1, 2, 3. Hey! Alles klar. Ich bin direkt hinter dir. Du schlägst mich nicht. Schon gut, schon gut. Du hast gewonnen. Ja, 20 Äpfel. Geschafft, Lukas. Hast du
du denn auch alles? Das Johanniskraut, den Weißdorn, das... Alles da. Gehen wir. Gut. Amicia? Ja? Warum sehen Sie mich alle so an? Melly hat mich auch so angesehen und ist verschwunden, weil sie mich nicht mehr mag. Hugo, sie hatte etwas zu erledigen. Das stimmt nicht, aber ist auch egal. Wird sie noch viel länger schlafen? Sie muss wieder zu Kräften kommen. Aber mit den Kräutern sollte sie bald wieder auf den Beinen sein. Sehr gut. Hey, Hugo. Ja? Findest du mich hübsch? Ha, du bist hässlich, richtig hässlich. Hässlich? Ich? Siehst wie eine fette Fliege aus. Eine fette Fliege? Eine Fliege? Deine eigene Schwester? Oh, dafür wirst du bestraft. Lukas! Hey! Hilfe! Die Fliege greift an! Tja, wie gesagt, nochmals, cooles Spiel, wirklich. Hat mich richtig gefangen, muss ich zugeben. Bin gespannt auf den nächsten Teil. Wirklich, ich weiß gar nicht, wann er rauskommen soll. Was werden wir herausfinden? Leider garantiert im Game Pass. Von daher mache ich mir keine Gedanken. Sehr cool. Ja. So, müssen wir ein neues Spiel finden, würde ich sagen. Denn das hier ist abgeschlossen. Ja. Nochmal abspannen, oder was? Okay. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis dahin, tschüss. Obacht, kommt noch was? Nein. Gut. Vielen Dank und tschüss.